Airbus gibt die Verkaufszahlen bekannt und lässt so ein bisschen Fragezeichen offen in Bezug auf Qatar Airways. Die FAA hat jetzt endlich grünes Licht gegeben für die 787. Was bedeutet das für die Lufthansa? Dann haben wir noch einen Deal für euch, und zwar den Deal Business Class nach Dubai. Und wir haben einen Deal für euch von Dubai nach London. Heißt also, ihr könntet rein theoretisch kombinieren. Einmal mit Lufthansa, einmal mit Finnair. Also zwei Welten, One World und Starlines. Mein Name ist Lars. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle natürlich wie immer, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und vor allem kommentiert unten. Wichtig an dieser Stelle ist der Stammtisch in München am 12., am 13. in Frankfurt mit Jahreshauptversammlung der Vereinigung Passagier e.V. und natürlich am 14. in Berlin. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, schickt mir eine Nachricht. Es wird voll werden. Zumindest in Frankfurt sind wir schon am Schauen, was wir da alles machen. Ja, das erste Thema Airbus. Airbus hat die Zahlen bekannt gegeben und man hat im abgelaufenen Monat 46 Flugzeuge abgegeben und 60 Stück waren es im Juni. Daran sieht man also ein bisschen so eine leichte Delle. Das hat Toulouse mitgeteilt. Probleme sind halt die Lieferketten. Und da hatte der Airbus-Chef Guillaume Faury gesagt, dass seine Pläne, die er eigentlich hatte, hat er ja Ende Juli schon gekippt. Also das heißt, dass man von 720 Auslieferungen auf 700 reduzieren möchte. Man hat natürlich im Juli Aufträge reingeholt, 401 neue Flugzeuge. Davon gehen alleine 300 Flugzeuge nach China. Und 4 Jets wurden storniert. Also insofern doch eine relativ gute Quote. Dann hatten wir natürlich auch gehört, dass man von Airbus aus, aber das waren ja immer so Scheißhausparolen, nenne ich das mal, dass die letzten A350, die noch bestellt waren, 19 Stück, storniert sind, weil der Vertrag vorher nicht erfüllt worden ist, und zwar auf der Seite von Qatar Airways, dass man die Flugzeuge abgeholt hat. Und jetzt sagt man einfach, das wäre nicht drin. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, sie stehen in der Liste irgendwie noch in der Kundenliste drin. Also so ganz offiziell ist es nicht, macht es allerdings spannend, was da hinter den Kulissen passiert. Aber Insidern zufolge, und wir werden einen Insider am Berliner Stammtisch begrüßen, der wird uns erzählen, was Qatar Airways für ein Kunde ist. Also kommt nach Berlin zum Stammtisch. Das nächste Thema geht an Boeing. Wir wollen ja gerecht sein, wir wollen ja gerecht bleiben. Und zwar ist das Boeing. Und zwar hat Boeing da auch jetzt die Auslieferung freigekriegt oder freigegeben bekommen von der FAA. Und zwar ist es so, dass die 787 ja mit einem Auslieferungsstopp belegt war. Und sie können jetzt wieder an die Kunden übergeben werden. Wir hatten ja gerechnet im August vielleicht jetzt noch diesen Monat, aber sieht eher nach September für Lufthansa aus. Und die Mängelliste ist abgearbeitet. Die Aufsicht hat gesagt, dass alles tipptopp ist. Und natürlich hat Carsten Spohr das auch gesagt. Wir gehen davon aus, dass es diesen Sommer kommt. Boeing hat natürlich intern einen Termin auch festgelegt und der ist im September, also August wird es wahrscheinlich nicht. Dann wird das Flugzeug natürlich auch noch umgerüstet in Frankfurt. Zu Trainingszwecken wird es dann innerdeutsch wahrscheinlich eingesetzt, sagt man im Juni. Und die erste Interconch-Strecke wird mit dem Dreamliner nach Toronto sein. Was sollten wir noch wissen? Ja, und zwar zwischen 2022 bis 2027 werden 32 Boeing 787-9er ausgeliefert. Man hat dann den Auftrag der 777-9 um 7, also das heißt die Verspätung, die in der 777-9 sind, mit 7 787-9er erweitert. Das erste Flugzeug, das ist die Delta Alpha Bravo Papa Alpha, schwierige Kombination. Die ist natürlich so ein Whitetail. Whitetail heißt weißer
weißes Leitwerk. Und das ist der Fachjargon für Flugzeuge, die bestellt wurden, aber nicht abgeholt worden sind. Boeing hatte das Flugzeug eigentlich 2019 für Hainan Airlines gebaut. Also insofern ist das, wenn man bei einem Gebrauchtwagen das sagen würde, kein Neufahrzeug mehr. So sieht das dann aus. Aber gab wahrscheinlich wohl richtig Rabatt. Aber am Ende des Tages ist es ja eh wurscht, weil die Flugzeuge hätten ja eh nicht wirklich ausgeliefert werden können. Naja, nichtsdestotrotz hat halt dann die Hainan Airlines gesagt, wir wollen nicht. Dann kam die VistaJet, VistaJet wäre Private Jet. Wäre aber auch geil, so ein 787er Private Jet. Auf jeden Fall, die Vistara ist dann auch abgesprungen von der 787 Dreamliner und Boeing hat dann in Lufthansa einen Kunden gefunden, der die Flugzeuge nimmt. 5 Stück sind das in Tote. Ich weiß gar nicht, warum ich letztens gar nicht mehr mit Vistara und so weiter auf Kette hatte. Es gibt einen Deal und zwar der Deal mit der Lufthansa. Und da könnt ihr fliegen von Helsinki aus nach Dubai. Dieser Return kostet euch 1.100 Euro. Warum? Ganz einfach. Finnair macht diese Flüge ja auch. Die Finnair fliegt ja zum Beispiel im Winter mit dem A350, also ein sehr gutes Produkt. Insofern, ich finde es nicht schlecht, aber der Preis ist ja auch sehr gut, um nach Dubai zu kommen. Und Preise im Januar sind auch relativ tipptopp. Wichtig an dieser Stelle ist einfach zu sagen, auch von der Jahreszeit her, das ist der Winter. Aber wie ich so schön sage, das, was in Helsinki Sommer genannt wird, ist in Dubai ein schlechter Winter. Jetzt sagt ihr, hey, wenn ich für Meilen fliegen will, warum mache ich das nicht? Könnt ihr machen, natürlich. Ihr könnt dann natürlich auch beim Finnair sammeln, indem ihr einfach dann von Dubai zurückfliegt. Und zwar von Dubai nach London und über Helsinki logischerweise. Das Ticket ist Buchungsklasse D, bringt mit 1.480 Dollar Preis, also 1.400 Euro, ein bisschen weniger, euch auch einige Meilen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, das Ticket ist nicht refundierbar, das Ticket ist nicht änderbar. Das ist so wie gebucht, die or fly, fly or die. Heißt also, ihr fliegt dann zum Beispiel von Dubai nach Helsinki im A30, 330 oder 350, je nachdem. Und dann auch weiter mit dem A321 oder dann wieder von London zurück, genau umgekehrt. Dann die Buchungsklasse ist D bzw. I. Was gibt es an Meilen? Meilen ganz wichtig. Wenn ihr sammeln wollt, dann könnt ihr das natürlich auch sammeln. Es gibt 23.000 Meilen und ein bisschen bei Alaska. American Airlines gibt da nochmal 15.870, Qatar Airways gibt 9.918, British Airways gibt selbiges, da macht das Spiel dann keinen Sinn, aber auch bei Iberia sind nochmal 9.918. Bei Qantas gibt es 0, nur damit ihr es einfach wisst. Bei Finnair selber, das sagt er mir jetzt gerade lustigerweise nicht, aber ich gehe davon aus, dass die auch bummelig irgendwo bei den 10.000 landen sollen. Ja, das war heute der Frequent Traveler TV Takeoff. Heute in einer kürzeren Version, nachdem er mir erklärt hat, gestern war zu lang, mit Mario war zu lang. Hey, machen wir doch einfach kurz. Wir sind flexibel, wir können das, wir machen das. Wir sind da für euch da. Nichtsdestotrotz, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und vor allem ganz, ganz wichtig, kommentiert und dann sehen wir uns auf einem der Stammtische. Haben wir noch was? Nö, seid morgen wieder dabei. Morgen, Frequent Traveler TV, Takeoff. Also, bis dann, ciao.